Ach je, Leute, ich habe echt die Schnauze voll von der Wüste, ey. Willkommen zurück zu Paper Mario. Von dem Spiel habe ich nicht die Schnauze voll. So, wir müssen jetzt eigentlich, ja, nur wieder zurücklaufen. Unseren langen, beschwerlichen Weg durch die Wüste und über die Klippen und dann nochmal mit dem Zug fahren. Wir sollten wir auch schon alles uns erholt haben, gefunden haben. Und den alten Geier haben wir auch schon besiegt, ne? Den bayerischen Geier. Haben wir platt gemacht, ne? Ja, grüezi. Warte mal, ich glaube, ist ja kurzer, wenn ich einfach... Oh Gott. So, die sollten auch noch kaum Erfahrungspunkte bringen. Ja, also wenn echt die Gegner in einem Gebiet nur noch einen Erfahrungspunkt bringen, dann braucht man die nicht mehr becatchen. Obwohl ich nicht weiß, ob die wirklich nur noch einen bringen. Keine Ahnung. Tja, Leute, wenn man jetzt irgendwann... Ihr habt es vielleicht schon bemerkt, na, irgendwann kann man aber über kürzere Wege natürlich zu alten Gebieten kommen. Und jetzt noch nicht, jetzt müssen wir erstmal latschen. Viel, viel latschen. Und in den Gegner reinlatschen. Würde ihn ja eigentlich auch schnell down, oder? Koopa und Mario müssen ja nicht sofort instant killen. Ja, bloß nur ein Erfahrungspunkt. Toll. Panzerstoß. Oh je. Yeah. 3 instant kill. Nice. Ich überlege, ob ich jetzt. Warte, was ich jetzt mache. Ich überlege, ob ich wieder mal ins Dojo gehe oder halt in die Kanalisation nochmal, weil jetzt hast du überall neue Möglichkeiten durch den Hammer. Und warum nicht, ne? So, besser im Blick ist, glaube ich, hier wieder, wo der Zug war. Ach, warte mal, war nicht auch noch irgendwas mit dem Hammer? Warte mal, ich glaube hier irgendwo... War nicht hier irgendwo eine Stelle, wo ich den Hammer brauchte? Warte mal. Also wo auf jeden Fall so ein fetter Stein war. Hier haben wir erstmal nochmal den Waka Waka-Typen. Gib mal nochmal so ein Ding her. Aua, schlag mich nicht. So, oh je. Warte, warte, kann sein. Aber ich glaube, warte mal, war da, oder war das beim... Wow. Es kann sein, dass das, wenn denn noch vorher beim Bahnhof war. Ich guck mal. Das muss ja natürlich noch mitgenommen werden, ne? So, ich glaube, das war tatsächlich hier irgendwo. Okay, heilen brauche ich nicht. Aha, genau das habe ich gemeint. Was? Für... Ah, very nice, Mann. Zack, zack. So, dann können wir noch einen Freund aufstufen. So, wir stufen Bombett auf, würde ich mal sagen. Ja, Paracarry, Bombett ist schon krass, wenn sie Powerbombe lernt. So, komm raus, Bombett. So, und aufstufen, bitte. Yes. So, ich sage, man findet die jetzt an sich relativ schnell. So, der Superrang aufgestuft. Jetzt kommen wir wieder nach Hause. Also Bombett kann einfach gleich mitkommen. Ihre Superbombe, vielleicht probiert ihr einfach mal aus irgendwann. Aber erstmal noch nicht. So, der Zug hat schon gedreht. Perfekt. Hallo, ich habe auf dem Klippenberg einmal eine Kreatur gesehen, die man Wacker nennt. Der war vielleicht süß. Okay, die sagen nur noch dasselbe. Oh, ich nehme mal noch ein Ei mit. Oh, muss dafür jetzt irgendwas anderes wegwerfen. Ach Mann, ey, hier den Stefferdatten, ey. Tolle Staubhammer. Weg. Na gut. Okay, ich möchte bitte wieder nach Hause, bitte. Guten Tag, mein Herr. Dieser Zug fährt zurück nach Toadtown. Wollen Sie einsteigen? Ja. Das ist so dumm. Ohne Waggon, ohne Hänger. Nur so ein... Der Aufwand ist doch viel zu hoch. Man muss für eine Person mehrmals fahren. Achtung, für mehrere Personen muss man voll oft fahren. Achtung, der Zug nach Toadtown fährt nun ab. Und wieder die schöne Mario Kart 64 Musik. So ein bisschen halt mit dem roten Zug. Toadtown, wir kommen. Bam, 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 bam. Yeah. Ja, so ein bisschen halt nur diese Stelle. Ist ja an sich so ein bisschen aus Mario Kart 64. Und keine Ahnung, wo die Musik eigentlich herkommt. Egal, ich denke bei der Musik an Mario Kart 64. Und an dem, bei dem Zug auch. Bombett nicht runterfallen. Okay. Wenn jetzt Paracarry wäre, würde es nicht so aussehen, als ob Paracarry hinterherfliegt. Oh, hier schön grün wieder alles. So ganz spontan auf einmal. So, ich würde jetzt echt am liebsten erstmal, ich gehe erstmal in den Shop, den Orden-Shop. Kaufe mir noch ein paar Orden und dann gehe ich, glaube ich, ins Dojo, besiege den zweiten Typen. Und dann, ja, aber den Meister noch nicht. Und dann gehe ich auch nochmal zur Post und so. Ja, wir sind zurück. So, sehr schön. Nice.
Toadtown, Toadtown. Jo, wir wissen Bescheid. Sonst ist hier aber nichts weiter, ne? Nee. Okay, gut. Gut, gut, gut. Hol ich mir nochmal so einen komischen Grunzolithen, oder wie der heißt? Grunzolot? Ach nee, dafür will ich jetzt kein Geld ausgeben. Ich will Geld für Orden ausgeben. So, warte mal, Gumbario muss mal wieder rein. Hier ist der olle Casino da in der Röhre drinne. Kann ich auch noch nicht mitspielen. So, hier von ihm haben wir hier den Samen bekommen. So, in den Düsterwald geht es ja nach da. Das wissen wir schon durch den Typen, als wir mit dem gesprochen haben, da rechts. Aber okay. Erstmal natürlich noch nicht. So, hier ist das Privateigentum. Ja, das will ich halt gleich nochmal machen. Weil da ging es ja auch noch nach links durch den Superhammer. Aber erstmal, dann wär's mal wieder ein bisschen hier, ne? Erstmal ein bisschen shoppen, Leute. Und Post gucken. Und gucken, was Luigi macht. So. Oh, das ändert sich für Orden. Krasser Shit. Was ist das hier? Speedwirbel. Verlängert die Strecke, die Mario wirbeln kann. Das ist ja geil. Und lässt Mario 2 Items pro Runde einsetzen. Und ein schwächerer Gegner wird durch den Erstangriff besiegt. Dann nimmt man das Ding hierher. Ah, wusste ich doch. Ich wusste gleich, dass du mit ein Auge für Orden hast. Das hier ist ein guter Speedwirbel. Kostet 50 Münzen. Und ein OP brauche ich dafür, um den anzulegen. Okay. Herzlichen Dank, Mann. Ich ändere von Zeit zu Zeit mein Sortiment, also schau ich wieder mal vorbei. Jo. Und ich glaube, ich will halt echt den Anti-V eben mal gucken. Aber war denn jetzt hier nochmal mit, dass ich hier irgendwie hin kann? Irgendwie hier an der Seite. Da fällt doch was um und da hat er den Teppich wieder... Ach, egal. Ist egal. So. Gehen wir mal zur Post. So, wir haben Power Carry bei uns hier. Den kann ich ja mal rausholen. Vielleicht sagt er auch mal von wegen, vielleicht kennen die sich beide oder reagieren aufeinander. Hallo? Ah ja, Mario. Ja, hallo. Nun, du hast Post bekommen. Welchen Brief möchtest du denn lesen? So, oh, an zwei Leute gleich. Ein Brief an Bombette erstmal. So, staubtrockene Bahn. Brief an Bombette von dem Staub, von der staubtrockenen Bahn. Die Bahn kann schreiben? So, hier bitte. Liebe Bombette, wir schreiben diesen Brief an dich, der wertvollsten und explosivsten Bombomb als... Warte mal. Ich muss mal kurz zurückskippen. Als bescheidene Anfrage. Oh, zwar dauert es noch etwas, aber wir planen eine große Eröffnungsfeier für eine neue Teilstrecke zu halten. Wir denken, dass dieses Event zu einem Knaller wird, wenn wir auf eine explosive Hilfe zählen können. Die Leute lieben Feuerwerk. Wir werden uns nochmals bei dir melden, wenn dein Abenteuer zu Ende ist. Hochachtungsvoll, staubtrockene Bahn, Transportabteilung. Willst du noch mehr Briefe lesen? Ja klar. Einen haben wir noch an Power Carry. Von Waka. Oh, was, von den Typen? Okay, hier bitte. Waka, hier ist Waka. Ach, warte mal, ich lese den hervor, ne? Also muss ich ja mit Marios Stimme machen. Herr Paracarry, von meinem schattigen Plätzchen aus sehe ich sie immer über den Klippenberg fliegen. Es muss schön sein, an einem sonnigen Tag durch die Luft zu segeln. Sie müssen mir mal davon erzählen. Ich wünsche mir von den Sternen, dass sie niemals vom Himmel fallen. Waka vom Klippenberg. Möchtest du noch mehr lesen? Nee, mehr haben wir ja nicht. Okay, wir bewahren die Briefe für dich auf. So, aber jetzt gibt es noch Post bei Mario im Briefkasten. Den muss ich mir auch noch angucken. Gibt es irgendwelche neuesten News hier im Hintergrund? Toadtown Untergrund. News. Peach-Gerüchte. Ein Freund hat mir gesagt, seine Schwester hätte gehört, Peach mag Herzen und Sterne. Aber egal. Meine Cousine sagte, dass ihr gesagt hat, dass behauptet, es sei wahr. Was für Quatsch. So, auf dem Rückweg gleich nochmal dann hier ins Dojo nochmal rein. Da mich auch wieder Gumbario. Weil der auch schön Damage macht. Aber gut. Bam, bam. So, dann erstmal so, also es kann sein, dass man hier auch immer mal reingucken muss. So. Toll, keine Post für mich. Warum habe ich keine Post? Echt, keine Post? Na, wieder nicht. So, wo ist jetzt Luigi schon wieder? Luigi! Wo ist Luigi denn hin? So, Mario. Luigi, kochst du schon wieder Essen, oder? Luigi! Ach hier ist die Post an Mario. Ach, guck mal hier, die liegt hier drin. Auf dem Stapel, oh, das ist ja cool. Na, dann lass mal ein bisschen lesen, ne? Von Klein T. Oh, guck mal, richtig mit geiler Postkarte, ist ja geil. Lieber Mario, wie geht es dir? Ich bin Klein T, ich bin nur ein kleiner Toad. Ich lebe in Toadtown, ich habe im Dojo ganz viel trainiert, damit ich Prinzessin Peach retten kann. Ich schreibe dir später wieder. Tschüss! Die Bilder sind ja geil. Wie mit Postkarte so. T-Tanja. Okay. Oh.
Hallo Mario, ich bin Titania, Wim Quizmos liebreizende Assistentin. Danke, dass du an unserem Quiz teilgenommen hast. Unsere Quoten haben alle Rekorde gesprengt. Sind dir die Sternsplitter denn auch von Nutzen? Bitte besuche uns wieder, bis du auch die letzte Frage beantwortet hast. Ich werde dich anfeuern. Titania. Oh, oh Gott, die Cooper-Brüder. Wo haben die unsere Adresse her? Boah. Mario, du Ratte. Wie kannst du es wagen, uns so bloßzustellen? Wir werden dir das nicht vergessen. Pomodoro. Hey, ich würde mich nachts nicht mehr auf die Straße trauen. Melanzano. Ich werde dich zum Weinen bringen. Asparago. Und du solltest von jetzt an beim Schlafen nur ein Auge zumachen, Kumpelchen. Zitronello. Wir kommen wieder. Die Koopa-Brüder. Ach ey, ist das herrlich. Koopa Troopas? Wer ist das denn? Oh, wie das aussieht. Lieber Mario, danke, dass du das Fuzzy-Problem gelöst hast. Wir, die Koopas aus Koopaheim, wissen wirklich zu schätzen, was du für uns getan hast. Wir möchten uns entschuldigen, weil wir dir keine Belohnung gegeben haben. Wir sind nur einfache Koopas. Du bist uns aber jederzeit herzlich willkommen. Dein Besuch ist uns eine Ehre. Viel Glück von uns allen, deine Koopas aus Koopaheim. Ist es nicht schön, dass sie einfach so was einbauen, so was Kleines? Aber was ist denn jetzt hier mit Luigis unter dem Boden? Was zum... Tja, Leute. Ist nur ein Hinweis für später. Nach dem nächsten Kapitel wird Luigi da nämlich nicht mehr sein. Aber wir werden in der Lage sein, da hinzukommen. Kurz mal rascheln. Nischt. Ach, ja, so schön, ey. So schön. Okay. Gut. Dann gehe ich jetzt ins Dojo rein. Warte mal, kann ich jetzt mit dem Hammer, der Steine kaputt machen kann, die Kiste kaputt machen? Nö. Ich weiß auch nicht, ob dahinter irgendwas ist. Von der Wenn müsste ich eventuell hier runterfallen können. Kann ich aber auch nicht. Nun gut. So, ich probiere es mal. Gegen den zweiten anzutreten. Hallo. Mario, willkommen in The Dojo. Was führt dich heute zu uns? Ich möchte es gerne versuchen. Sehr schön. Diesmal soll Lee gegen dich kämpfen. Nun, Lee, zeig ihm, wie du dich gegen Mario behauptest. Gewiss, Sir. Ich werde ihn besiegen, Meister. Yeah. Der olle Typ, ey. Was ist das überhaupt für ein Vieh? Ganz komisch, so ein Bettlaken irgendwie. Ich hätte eine Technik, wie diese hast du noch nie zuvor gesehen. Oh mein Gott. Er hat Gumbario gefaked. Das gibt's ja wohl gar nicht. Okay, warte mal. Erstmal Gumbario, scan ihn mal bitte ganz kurz. So, gut. Ja, das ist Lee in seiner Verkleidung als ich. Seine maximalen KP sind 20. Sehe ich wirklich so aus? Niemals. Er wird Kopfnuss und Scanner einsetzen. Er verfügt über meine Fähigkeiten, aber nicht über den Charge, ne? Natürlich sehe ich viel besser und flotter aus. Und ich hoffe, ich bin auch stärker. Ich glaube, es ist ganz gut, dass wir Gumbario haben, weil... Naja, die anderen sind ein bisschen heftiger, ne? Zum Beispiel Bombett oder so weiter, der wird richtig explodieren und dann richtig Power ins Face und Bams. Und Bams, Alter, und Bams. Boah, 6 Schaden, sehr cool. So, ui. Abgeblockt. Abgeblockt. Alter, wie er auch so ein Action-Kommando macht. Dieser kranke Typ. So. Ah, ne, nicht Erdbeben. Einfach nur Hammer. Ja, schon die Hälfte down. So, jetzt zeigen wir mal hier. Ich mach einfach mal aufladen. Aufladen. Oh, plus 2! Alter, ihr müsst ja jetzt ja 8 Damage machen. Was zur Hölle? Oh, du bist stark! Nimm dies! Oh Gott. Oh! Alter, trotz abgeblockt! Okay. Alter, warte, müsst ihr jetzt 8 Damage machen oder nicht? Das ist ja richtig hart. Also, wenn ich richtig treffe, ne? Bei Gumbarios Angriff ist der 2 plus erhöht um 2. Dann macht jeder Angriff jetzt 4 Damage. Und ich könnte halt noch höher boosten. Alter, wutsch! Boah. Der Auflader von Gumbario ist richtig krass. Ich dachte echt, der würde bloß um 1 erhöht. War das ja cool. Ja, da kann man halt echt so lange einsetzen, wie man möchte, für einen Angriff dann im Nachhinein, der da richtig Damage macht. Genug, Mario ist der Sieger. Lee, du musst noch viel trainieren. Sehr gut, ich gebe dir dies, Mario. Yeah, du hast die Mondkarte erhalten. Der Beweis, dass Mario gegen Lee siegreich war. Du darfst gehen, jederzeit hier mit uns trainieren. So, sehr schön. Haben wieder eine neue Karte bekommen. Ja, beim nächsten Kapitel versuchst du mal den Meister himself. Ne? Wartet mal. Voila. Wo sind denn hier meine Items? Verhalte denn hier schon richtig. Wichtige Items. Kann ich die irgendwie ordnen? Ach, guck mal. Die Kraterkarte wurde... Ach so. Wird einfach ersetzt. Ich dachte, ich behalte alle Karten. Ich habe noch einen Brief an Merlon in Toad Town, Mord T in Koopaheim und Gumbapa in Gumbaforce. Okay, gut. Warte mal, dann kann ich den Brief ja noch abgeben. So, so, so. Also ich überlege, ob ich auch nochmal zurückgehe zu mehr lieblich und jetzt mal für ein paar Sternteile, für ein paar Sternsplitter halt mir ein paar Orden hole. Weil die hatten, glaube ich, den Orden Kuckuck, dann muss ich nicht mehr scannen. Hallo!
Wenn du willst, dass ich dir deine Zukunft blicke, dann sprich mir von mir von der anderen Seite. Ja, Sie sind doch Merlon, ja? Mein Name ist Parakebi, ich stelle Briefe zu. Ich glaube, ich habe einen für Sie. Einen Moment, bitte. So, bitteschön, Merlon. Freuen Sie sich doch drüber. Und wieder wurde ein Brief pünktlich zugestellt. Von wem ist der denn? Oh, meine Enkelin Merlee. Sie ist vor kurzem ins Familiengeschäft eingestiegen. Ach, sieh an. So interessant. Sie hat ihren Stand in dem staubtrockenen Vorposten tief in der Wüste eröffnet. Er befindet sich irgendwo abseits des Trubels. Sie scheint sehr beschäftigt zu sein. Das hört sich gut an. Vielen Dank, dass du mir diesen Brief gebracht hast. Ich gebe dir dies dafür. Ja, schau später. So. Haben wir noch zwei Briefe, aber es gibt natürlich noch viel mehr Briefe, Leute. Noch viel mehr. Musik hab erstmal nicht so viele. So, ich kann auch jetzt schon mal zwei Samen, die ich habe, hier der Guten bringen. Guck mal, ihr seht, das sind vier freie Flächen. Na, die Hälfte haben wir ja schon mal, ist doch schön. Wasser und Erde, Kraft der Sonne, oh, zarte Blume, erfüllt mich mit Wonne. Hallo, mein Name ist Minztee. Ne, weiß ich doch, wir kennen dich doch schon. Das ist ein lieblicher Blumengarten, wer es fehlt noch irgendwas. Knospen sehen so aus, ich hab doch schon welche getroffen. Mann, nimm den neuen Samen hier, Zaubersamen. So, bitteschön. Oh, du gibst mir den Samen? Vielen Dank, ich weiß das sehr zu schätzen. Ich werde ihn sofort einpflanzen. Sehr schön, kam noch ein. Die Sonne sind Teil uralter Dings. Was pflanzt du also vier der verschiedenfarbigen Knospi-Blumen, wird sich ein Wunder ereignen. Ich frage mich, was geschehen wird. Ich kann diesen Tag kaum erwarten. Ja, noch einen Zaubersamen, bitteschön. Oh, du hast einen Samen, danke. Das freut mich. So, flupp, flupp. Sehr schön. Zwei fehlen nur noch, ist doch nice, oder? So, hat der sein Sortiment hier mal kurz geändert? Wartet mal. Nee, toll. Aber was nimmt man denn da jetzt noch? Nimm ich den Doppelgriff Orden? Ja, komm. Ah, Mario, du bist ein Kenner, ja? Doppelgriff, kostet 100 Münzen. Ja, okay, per damit. Einfach ausgegeben. So, wisst ihr was? Ja, bevor ich jetzt in die Kanalisation gehe, ich guck mal ganz kurz, wie viele Sternsplitter habe ich denn? 17. Damit müsste ich mir schon was kaufen können. Oder eintauschen können. Also ganz schnell... Zu mehr lieblich! Bam, bam, bam. Und dann halt noch in die Kanalisation und dann haben wir an sich schon viel gemacht heute. Ja, viel abseits mir wieder, was alles sein muss, ne? Schön Sternspieler haben uns verdient, neue Orden gekauft, Briefe gelesen, Feldpost, so geil. Dum, dum, dum. Wow, Sternschnuppen! Hui! So, so. Und da ist nämlich auch das Geheimnis mit dieser Kiste. Bei ihr im Laden steht ja eine Kiste und... Die hat was mit Peach zu tun, weil wenn Peach die Orden, die sie findet, in eine Kiste legt, können wir als Mario sie hier abholen. Sehr, sehr nice, aber naja, später. Später, Leute. Erstmal tauschen. Was nehme ich denn jetzt da so? Und der hat ja auch ein paar Orden, die man dann doppelt hat, ne? Hallo, na, willst du tauschen? Klar, Mann. So, welche denn? Hier zum Beispiel... Oder hat der... Ne, der hat ja echt nur eigene Orden, das ist ja krass. Okay, wartet mal, denn... Hier, der Kuckuck-Orden, den finde ich sehr, sehr cool. Zeigt die KP deiner Gegner an, dann müsste ich nicht mehr scannen, weil es ja eh keinen Eintrag gibt. So, aber die ganzen Dinger hier, die gibt es, glaube ich, auch so zu finden, da weiß ich gar nicht. Protector ist richtig geil. Schützt Mario vor Vergiftung und Verwirrung, den müssen wir eigentlich holen. Hin und wieder werden Gegner Mario verfehlen. Glück gehabt. Zahltag, hier ist der erste Orden. Ja, komm, hol ich mal den mal. So, ich tausche den Sound-Orden A für einen Sternsplitter. Alles klar, gib mal her. Tudim, dankeschön. So, alles gut, mein Herr. Warum tauschen wir dich noch ein bisschen mehr? Holt mir noch den Protektor und Glück gehabt oder sowas? Hier daneben ist auch lustig. Verhindert, dass du von einem Erstangriff getroffen wirst? Zahltag. Je höher der erlittene Schaden, desto mehr Münzen. Naja. Okay, ich hol mir mal den Protektor. Der ist auch nicht schlecht. 5 Sternsplitter? Der braucht 3 Orden, um den anzulegen. 3 Ordenpunkte. Naja, erstmal haben. Haben oder nicht haben. Schützt vor Vergiftung und Verwirrung. Sehr nützlich. Ja, hol ich mir jetzt noch den Kuckuck-Orden. Ja, aber ich hole mir jetzt noch hier den Zahltag und den Kuckuck-Orden einfach so. Mal gucken. So, ich tausche den Zahltag gegen einen Sternsplitter. Ja, damit. Yeah! Und noch den letzten. So, aber Kuckuck, der braucht bestimmt auch viel. Wie viel braucht der denn? Oder der Zapper ist auch nice. Gegner, die Mario berühren, allein Stromschaden. Das ist auch sehr, sehr cool, aber... Naja, wir brauchen eh halt echt alle Sternsplitter, um ja auch alles von ihm kaufen zu können. Ja, Glück gehabt. Nee, der ist auch nicht so. Es gibt ja noch einen besseren. Also so einen dritten Glückdings. Wir haben ja auch einen, der uns halt, da ist der Gegner öfter aus, dass der Gegner öfter daneben haut, wenn wir schwach sind. Na, guck mal in den Kuckuck-Orden erstmal. So, ich tausche ihn gegen 10 Sternsplitter. Anzahl, der braucht auch 3, um den anzulegen. What? Ja, okay, Per. Ich komme sowieso alle. Also gut, Mann. So, du kannst gerne wieder vorbeikommen. Alles klar, haben wir erstmal alles ausgegeben, was wir hatten. Aber gut, okay.
Wir sammeln fleißig weiter. Ups, ups, ups. So, aber Leute, ich würde auch erstmal sagen, vielen Dank wieder fürs Zuschauen. Jupp, beim nächsten Mal, ich denke mal, nach dem kleinen Abstecher nochmal in die Kanalisation, ja, werden wir halt soweit wieder ready sein, dass ich dann echt einfach ins nächste Gebiet gehe und halt mal gucke, was es mit Tuba Bluba auf sich hat und ob wir überhaupt den dritten Stern retten müssen, denn er ist ja entkommen, wie wir durch Bowser erfahren haben. Also an sich ja sehr interessant, sehr, sehr spannend. Was soll das jetzt heißen? Können wir ein Kapitel überspringen, Leute? Na, müssen wir mal gucken, ne? Müssen wir mal gucken. So, ich save hier. Und bedanke mich wieder für eure Aufmerksamkeit bei diesem Part. Bis dann. Ciao.